an Penta. So, und da geht's auch direkt weiter. Keine Pause, hier wird durchgeböllert. Immer rein damit. Continue. Ja, wir sind bereit. Also, momentan steht es 1 zu 0 für SK Gaming. Sie haben scheinbar gerade eben die Pistole gewonnen. Also, perfekt verpasst. Und damit sehen wir von Mousebots hier erstmal eine Eco. Sie machen das häufig so, dass sie, wenn, ich weiß gar nicht, haben sie die Bombe gelegt? Das wissen wir jetzt. Doch, sie haben die Bombe gelegt. Okay, das heißt, sie müssen sowieso bloß eine Eco spielen und können danach schon kaufen. Aber Maus spielt es auch häufig so, dass sie, auch wenn sie die Bombe nicht gelegt haben, in der zweiten Runde erstmal die Eco spielen und dann schauen, können wir die Bombe noch planten? Wenn wir sie planten können, dann können wir eh kaufen. Wenn wir sie nicht planten, können wir immer noch den Force-Ball spielen und dann halt in der vierten Runde so oder so kaufen. So, Freeze auf jeden Fall jetzt gegen die Eco. Jawohl, Gott B. Und dann ist er direkt abgeholt. Asilion gegen Chris J. Kadian, jawohl, da wird einfach alles zu Tode gepusht. Kadian noch zwei mitgenommen. Also 2 zu 0 für SK Gaming. Kein Problem, die Anti-Eco durchzubringen. Und wie gesagt, Mousebots jetzt normalerweise mit genügend Geld. Kommt allerdings darauf an, ob sie vielleicht eine AWP sogar haben wollen. Dann könnte man darüber nachdenken, nochmal eine Eco zu schieben. Mit dem Frag gegen Dennis hier an der kleinen Rampe. Also wie gesagt, man hat sich wirklich dafür entschieden, halt hier nochmal nur in Anführungszeichen den Force Play zu spielen. Und man scheint sich jetzt hier trotzdem für den B-Spot entschieden zu haben. Das soll es jetzt also drauf gehen, aber SK Gaming verschiebt hier relativ schnell. Sie stehen schon direkt mit drei Leuten auf dem B-Spot drauf. Uiuiui, und da werden die Maus wahrscheinlich ordentlich zerlegen können. Schauen wir, was Asilion hier leisten kann. Jawohl, Asilion nimmt zwei mit Freeze und einen erwischt. Chris J immerhin einen Frag in dieser Runde setzen können, aber für einen Force Ball natürlich nicht unbedingt genug. So, Nico mit der Diege jetzt der letzte verbleiben. Der ist nicht unbedingt der jetzt keine mehr setzen würde, aber dieses Mal ja, haben die Gegner einfach die überlegene Position. Magic, der ihn da auch mitnimmt. Also 2 zu 0, beziehungsweise gleich, wenn die Bombe durch ist, 3 zu 0 für SK Gaming. Und dann wird es gleich die erste Waffenrunde für Penta geben. Für Penta. Ja, alles klar. Hey, 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 nicht gleich wieder beleidigen werden. Die haben gerade noch Penta gecastet. Das ist halt scheiße mit dem flüssigen Übergang. Das ist nicht so viel. Oh, Maus hier. Nico, der da zwei saubere Kills gezogen hat. Aber okay, hier mit dem Refrag, Magic und Asilion. Chris J und Next, aber der erste Spieler wird hier auch schon rausgenommen. Und damit ist Next jetzt alleine. Chris J hat sein Duell dann nicht gewinnen können. Schauen wir mal, was Next hier noch anrichten kann. Also er hat auf jeden Fall die Bombe dabei. Das heißt, er könnte sie definitiv blenden. Die Frage ist dann, ob er damit rechnet, dass der Baseball frei ist. Das wäre er nämlich momentan. Aber wie gesagt, das kann er natürlich so nicht wissen. Deswegen muss ich erstmal langsam aber sicher die Informationen sammeln. Mittlerweile ist Asilion schon verschoben. Der hört natürlich Next da angaloppieren. Die Bombe ist geplantet, damit schon mal 800 für die nächste Runde gesichert. Und trotzdem Asilion, den er sofort rausnehmen kann. Also er hat einfach nicht damit gerechnet, dass der Dan hier schon so weit vorne steht. Ja, 4 zu 0 für SK Gaming. So, jetzt natürlich die Frage, was Mousebots macht. Sie müssen eigentlich genügend Geld für eine Kaufrunde haben, weil halt eben die Bombe gelegt wurde. Chris J könnte sich auch eine AWP leisten, je nachdem, ob er damit spielen möchte oder nicht. Ich denke normalerweise schon. Jawohl, so ist es auch. Also die AWP wird sich zugelegt. Freeze hat die auf der Gegenseite ebenfalls. Schauen wir mal.
was jetzt gerade, wie gesagt, Chris Jay halt anrichten kann in der Runde. So eine AWP auf Train kann sehr viel Impact haben. Wir sehen es schon, Fries, der gleich den ersten Frag gezogen hat. Leider aber auf der falschen Seite natürlich. Trotzdem hat sich Mausbots hier wieder auf den B-Spot geeinigt. Sie stehen da mit vier Leuten an der kleinen Rampe und das soll es dann wahrscheinlich auch gleich durchgehen. Sie haben momentan noch den Schutz der Smoke. Und in dem wollen sie jetzt auch hier durchpushen. Asilion war eine Zeit lang blind, mittlerweile nicht mehr. Sie gehen aber auch sehr, sehr langsam raus. Next wird jetzt rausgeschickt, um erstmal nur einen eventuellen Entry-Break zu setzen. Sie sind immer noch eingesmoked. Das heißt also, Asilion weiß immer noch nicht, dass sie da durch sind. Asilion jetzt aber über den Zug. Oh, macht er gut! Zwei Leute mitgenommen und Cadian auch noch einen erwischt. Jetzt ist es nur noch Chris Jay, der zumindest mit der AWP einen hier erwischt. Aber ein Frick ist natürlich nicht genug. Er hat nur noch 6 AP, ist gehört worden bereits, jawohl. Und Cadian, der da sauber umläuft, also die nächste Runde aufs Konto von SK Gaming. 5:0 im Moment für sie. Also jetzt muss Mausbots zumindest in die Kevlar Eco, jawohl, dafür entscheiden sie sich momentan auch. Einfach relativ gut mit den Smokes hier auf den A-Spot drauf zu spielen, dass man da so gut wie es geht halt eben durchkommt. Magic, jawohl, eine mitgenommen. Cadian. Oh, Next den Double Kill mit der Deagle. Was? Hat er zwei Leute? Oh Gott, B. Hat drei Kills noch bekommen. Cadian braucht ein bisschen, kriegt den Kill aber letztendlich trotzdem und jetzt ist Next alleine. Wie gesagt, er hat den Double Kill mit der Deagle hier schon gesetzt. Er hat einen Kevlar, beziehungsweise einen Helm vor allem auf. Trotzdem würde er durch einen Headshot bereits sterben, ja. Modi, der noch einfach upsprayt, aber gut. Immerhin zwei Kills gesetzt. Nex, der da seinen Mate mitgenommen hat. Jetzt raff ich's. Alles klar. Der hat da seinen Teamkiller erwischt. So. 6:0 also für SK Gaming. Aber egal. Wichtige Regel, wenn du dir sicher bist, dass du einen killst, dann lieber einmal durch das Team halt durchdrücken, bevor du den Gegner nicht mitnimmst. Auch Reese wieder offensiv, das machen sie aber auch gut, die Gegenflash saß so golden. Maus hat einfach nichts gesehen, es ist wieder der offensive Entry-Flag, das heißt Maus wurde wieder gleich im Aufbau gestört. Und ja, jetzt kann SK halt wieder mehr oder weniger ihr Leben erstmal im Spot chillen. Und hier auf jeden Fall sich schon mal die Überzahl erarbeitet. Und Chris Jay gegen Cadian. Sauberes Gesicht gegen Chris Jay. Gar keine Chance für den Holländer, da irgendwas auch noch anzurichten. Direkt ins Gesicht bekommen. Zumindest Next hat jetzt einen erwischt, aber man ist immer noch in der Unterzahl, obwohl er diesen einen Kill jetzt gesetzt hat. Immer noch das 4 gegen 3. SK, jawohl, Magic kann hier wieder einen erwischen. Gobbe, der in der T-Mitte sitzt. Er weiß natürlich genau, wo Magic steht, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig auch mit dem Facen sein. So, da kommt die Flash, damit Dennis auch ein bisschen weiter arbeiten kann. Dennis, noch nicht bekannt am Kistengang, kann auch zwei Packs ziehen, sehr schön. Aber dann wurde natürlich jetzt auch... Aber gut, man hat immerhin das 2 gegen 2, das heißt, Gob... Zum Spot vorspielen, wird jetzt aber rausgenommen. Er hätte die Bombe hinterm Zug legen können. Frage ist bloß wieder, wie das mit dem Backup dann funktioniert hätte bei Dennis. Auf jeden Fall ist der jetzt alleine. Dennis. Ja, und Cadian, der mitnimmt 7:0. Also für SK Gaming auch diese Runde geht wieder an die Dennen. Also Mausbots, gut. Man soll jetzt natürlich hier den Teufel nicht an die Wand malen. Es ist eine CT-Map und dass Maus jetzt nicht so viele T-Runden holt, war vielleicht abzusehen. Aber so eine gewisse Anzahl sollte es halt schon sein. Und das Problem ist immer, je später du anfängst, diese T-Runden zu holen, desto mehr musst du halt dann immer am Stück noch machen. Und das ist halt das Problem. Und je mehr du sie am Stück holen musst, desto schwieriger wird das Ganze dann. Also Maus diese Runde wieder nur mit der Kevlar Eco, das ist halt dann das nächste Problem. Sie haben nicht allzu viel Geld, wenn sie die Bombe nicht legen, müssen sie halt zwischendrin immer wieder Ecos durchhauen. Und das ist halt für SK Gaming dann
Natürlich keine komplett geschenkte Runde für sie, aber halt eine etwas leichtere, weil die Gegner halt trotzdem nur Pistolen haben. Kann natürlich genauso gut schief gehen, also Mausbots kann so eine Runde durchaus auch gewinnen, gar keine Frage. So, jetzt pusht man hier Richtung E-Spot vor, Asilion, der aber den Kill gegen Gobbe ziehen kann. Also man hat sie einfach mit dem Fake versucht. Magic, ja, durch die Smoke lässt sich den Black trotzdem mit dem Freeze. Hat den Gegner nicht gesehen, weil seine AWP im Weg war. Trotzdem, zumindest der Refrag von Mordi sitzt dann, der da schon aus der T-Mitte rauspusht. Und Nico ist jetzt der letzte verbleibende Spieler, der jetzt zumindest nochmal einen Gegner schon setzen kann. Aber bei Cadian ist am Schluss 8:0 also für SK Gaming die nächste Runde auf ihr Konto. Und die Dänen, ja, wie gesagt, also der Start in die Halbzeit ist absolut stark bis hierhin. Also lassen Mausbots da wirklich relativ wenig Räume, da irgendwie zu arbeiten. Ja, zumindest sind die Mäuse jetzt mal wieder in der Kaufrunde. Schauen wir, was sie jetzt wieder anrichten können. Mal auf jeden Fall die Doppel-AWP. Man hat Chris, Jay und Dennis beide jetzt an die AWP gesteckt, in der Hoffnung, dass man damit vielleicht die Duelle irgendwie gewinnen kann. Modi. Die Smoke in der Hand, hat natürlich ein bisschen gefaced. Hätte jemanden gesehen, hätte die Smoke direkt geschmissen. Wenn er keinen sieht, geht er erstmal nochmal weg. Oh, jawohl, das Duell gegen Asilion gewinnt. Und dann ist er sogar noch mit dem zweiten Spieler, der hier den Reflex setzt. Aber da ist kein zweiter Spieler. Cadian kommt da jetzt erst relativ verspätet nach und versucht da weiter auszuschließen. So, im Kistengang wird gleichzeitig Druck gemacht. Also Maus an diesen beiden Stellen der Map momentan unterwegs. Sowohl am Kistengang als auch dabei B. Und jetzt kann SK Gaming hier zwei Kills setzen. Cadian und Freeze, die jeweils einen Mausspieler rausnehmen können. Und damit hat man sich also bei den Dänen wieder die Überzahl erarbeitet, auch wenn Maus da eigentlich den Entry-Frag hatte. Ja, Freeze mit dem nächsten. Also auch mit der AWP natürlich wieder sehr, sehr gut dabei, der Schwede. Muss man auch mal ganz klar dazu sagen, er ist eigentlich ein relativ guter Spieler. Wie gesagt, gerade in der AWP und so eine AWP auf Train kann halt sehr viel Impact haben. Nico auf jeden Fall hat Freeze jetzt nur angehittet, wieder ein bisschen unlucky. Entweder durch die Wand getroffen, wobei er selbst dann wahrscheinlich gestorben wäre, oder es war halt einfach der Fuß-Hit. Modi, ja, der hat eine gute Position, nimmt den ersten Modi gegen Drop. Jawohl, der wollte einfach noch die Bombe legen in der Hoffnung, dass man wenigstens diese 800 absahnen kann. Aber auch das hat nicht funktioniert. 9:0 für SK Gaming. Wieder eine Runde aufs Konto der Dänen. Und Mausbots hat jetzt hier die Pause gecallt. Also man möchte sich ganz kurz besprechen. Ich denke mal, es wird ein taktisches Timeout sein. Denn ja, so ein 9:0 ist natürlich trotz allem auch die E-Train hin oder her nicht zufriedenstellend. Da muss natürlich ein bisschen mehr her und sie müssen halt jetzt irgendwie schauen, dass sie da diese Duelle halt ein bisschen besser gewinnen können. Ich denke mal, diese Doppel-AWP war da auf jeden Fall keine schlechte Idee. Aber im Endeffekt hat es dann doch nicht ganz so gut funktioniert. Schauen wir mal, wie sie da jetzt vorgehen möchten. Vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Reflex dann halt immer gehen. Auch das hat jetzt nicht so gut funktioniert bis hierhin, aber das ist halt auch immer ein bisschen schwer, gerade in solchen Positionen wie Kistengang. Da kann es halt auch gut mal sein, dass die Gegner im Crossfire stehen. Und wenn du dann halt rumziehen willst, wenn die AWP einmal geschossen hat und denkst dir, okay, ziehe ich jetzt den Reflex und dann steht da plötzlich der zweite Spieler auch noch da, der dich dann einfach rausnimmt. Eieiei. Also bis hierhin läuft es auf jeden Fall bei Mausbots noch nicht so. Jetzt möchte man natürlich mit der Pause zwei Dinge erreichen. Erstmal natürlich, um sich selber zu besprechen. Und zum Zweiten, um halt SK Gaming auch ein bisschen aus dem Lauf rauszubringen, dass sie jetzt da nicht so krasses Momentum aufbauen. So, dann schauen wir mal, wann Mausbots da durch ist mit ihrer Besprechung. Also gut. Naja, die Quoten haben ja, also zumindest auf 19 Damage, ich weiß jetzt nicht, wie es auf den gängigen Wettzeiten war, haben ja eine eindeutige Sprache für Mausbots eigentlich gesprochen. Ich meine, sie hatten da 95% auf 19 Damage aus 600 Wetten, glaube ich, waren es sogar. Was ja eigentlich schon 750 Wetten
95% auf Mousebots. Es ist schon eine eindeutige Geschichte, ehrlich gesagt. Und momentan spricht der Stand im Spiel hier aber die eindeutig andere Sprache. Na gut, dann schauen wir mal, ob das Timeout jetzt Mousebots irgendwie weitergebracht hat. Auf jeden Fall geht man hier wieder in die Kevlar-Eco. Chris Shader wahrscheinlich nichts kaufen wird, damit er wieder Geld für die AWP hat. Also, Pause ist aufgehoben und ab geht's in die Runde Nummer 10. Mousebots momentan noch ohne Runde. Und wie gesagt, wir hoffen natürlich jetzt, dass das Timeout ihnen da ein bisschen, sich da ein bisschen weitergebracht hat. Also wieder soll es auf den Mousebot draufgehen. Man macht hier relativ schnell. Ich möchte versuchen, da möglichst viel Druck auf SK Gaming aufzubauen. Modi wird mal ganz gut abgeflasht. Modi, aber Fries wird wieder einen Kill setzen. Modi beschützt seinen AWP-Spieler. Setzt diesen Frag hier an Nico. Mein Spieler ist da gerade mal auf den Train raufgekraxelt. Modi spielt aber anscheinend 4-3, hat es deswegen nicht gesehen. Trotzdem setzt sie hier den nächsten Kill, aber trotzdem, der Spot wurde umlaufen. Goppi, jawohl, mit der Tech-9 einfach nur totgetackert. Oh, Freeze hat da auch Probleme. Goppi, schön rotiert. Ohne Gegner rausgenommen, aber dann gegen Asidion. Letztendlich ist Schluss. 10-0 also für SK Gaming. Auch diese Kevlar-Eco hat nicht funktioniert. Und jetzt geht es natürlich für Maus in die nächste Waffenrunde rein. Vielleicht hat man da schon so ein bisschen ausprobiert, was man jetzt gerade eben besprochen hat. Und möchte das Ganze dann jetzt in der ersten Waffenrunde letztendlich auch wirklich anspielen. Aber es sieht nicht danach aus, als ob man nochmal das Ähnliche spielt wie gerade. Macht natürlich auch Sinn. Also nach dem Timeout immer was Schnelles, ist okay. Jetzt natürlich erstmal hier die Runde versuchen, so gut wie es geht halt auszuspielen. Jetzt nicht irgendwo blöd reinlaufen oder so, sondern ganz langsam erstmal rantasten. Aufpassen, dass niemand irgendwo offensiv pusht. Und da sehen wir es auch schon, da kommen die ersten Offensiv-Pushes. Ja, das ist natürlich ein Free-Flag für Chris Jay, den nehmen wir da gerne an. So, und dieses Mal hat man wieder den Entry-Frag und jetzt ausspielen. Dieses Mal ausspielen, wie gesagt. Vorhin waren es ja wieder die beiden Refrags von Cadian und Priest, die das Ganze wieder ausgeglichen hatten, oder von Cadian und Modi. Ich weiß nicht mehr, wer da die Refrags gesetzt hatte. Ja, Priest, Modi. Da sind wieder die beiden Kills. 3 gegen 4, also Mousegrave wieder in Unterzahl. Es ist also natürlich jetzt wieder ein Problem für sie. Ah, es ist so schade. Wieder eigentlich der schöne Entry-Frag. Aber gut, vielleicht kann man die Runde ja trotzdem noch drehen. Ja, Freeze, der wartet ganz routiniert ab. Schießt da erst, wenn er wirklich den Schuss aussetzen kann. Ja, da hat die Gegner auch noch low geschossen und Freeze. Zum 11-0 für SK Gaming. Die Dänen weiter sehr, sehr stark unterwegs. Sie lassen SK Gaming da wirklich keine andere... andersrum. Sie lassen aus da wirklich ganz wenig Spielraum momentan. Also, man hat zwar wieder eine Waffenrunde bei Maus, aber wie gesagt, auch diese Waffenrunden liefen bisher nicht allzu gut. Das Einzige, was man da vielleicht bei SK Gaming so ein bisschen ausnutzen könnte, dass sie immer sehr, sehr schnell auf den B-Spot schieben, sobald auch nur eine Smoke oder sonstiges geflogen kommt. Also, Mousebots, die sich hier wieder vor dem B-Spot aufstellen. Na, immerhin, das funktioniert. So, und jetzt soll es hier rausgehen. Die Nate macht nicht allzu viel Damage. Trotzdem kann Magic da schon einen mitnehmen. Durch die Smoke durch, jawohl. Asylion, ja. Da stehen schon so viele Spieler von SK Gaming. Sie können das Crossfire von überall aufziehen und schießen Mousebots da einfach komplett zusammen. 12-0 SK Gaming. Weiter auf dem absolut richtigen Weg hier.
selbst wenn es jetzt zur Halbzeit auch ein 12-0, ein 12-3 wird, dann ist es für SK Gaming eigentlich trotzdem völlig in Ordnung. Aber wir sehen schon, Mausports muss hier wieder in die Kevlar Eco. Das heißt, die haben da nicht wirklich allzu viel Equipment auch, um in der Runde zu arbeiten. Cadian, jawohl, den Shot setzen können gegen Nico, sauberer Headshot erneut. Aber Modi kriegt da ein bisschen Probleme, wird da ja wahrscheinlich auch rausgenommen. Dennis, jetzt geht's los. Zwei Leute erwischt, Freeze allerdings, Freeze zum zweiten und dann ist es nur noch Gott B und Cadian einfach irgendwie abgesprayt. Hauptsache der Schuss sitzt. 13 zu 0 SK Gaming. Und es könnte hier im schlimmsten Falle für Maus sogar die perfekte CT-Hälfte werden. Eieiei, und das wäre natürlich bitter. Also ich meine, es ist ja okay, wenn man vielleicht nur 4 oder 5 Runden holt oder so, also T-Runden holt auf Train. Also 10-5 zum Beispiel wäre schon völlig in Ordnung, aber jetzt wird es halt natürlich schon... Also jetzt hat SK Gaming schon eine sehr, sehr hohe Rundenanzahl. Also dieses Mal kommen sie einigermaßen gut durch, oder zumindest, ja, man wird einigermaßen rausgelassen. Wir sehen es aber, Magic steht hier einfach on spot, holt einen nach dem anderen, Modi und Fries mit den nächsten beiden Kills, Gob, der als letztes einfach nur noch abgeschossen wird. 14 zu 0, SK Gaming können hier einfach eine Runde nach der anderen abholen. Wow, und jetzt haben sie noch eine einzige Chance, vielleicht wenigstens eine T-Runde zu holen. Eieieiei. Also SK Gaming könnte das 15 zu 0 zur Halbzeit rausspielen. Eine einzige Runde trennt sie noch davon. Asilion kann einen setzen, aber Dennis zumindest am Küsten defensiv weg. Freeze, der jetzt hier schon am CT-Spawn bereitsteht an der Grundlinie, um eventuell den Gegner hier rauszunehmen. Aber diesmal könnten sie ein bisschen Probleme am B-Spot kriegen. Die Bombe, die da leider reinpusht, rausgenommen wird. Asilion aber trotzdem der Reflex sitzt an ihm, der hat eine Granate rausgezogen. Dennis auf dem A-Spot, jawohl, auch hier der Kill wieder. Man hat also das 2 gegen 2. Und das wäre doch jetzt mal eine machbare Situation für Mausbots auf jeden Fall. Aber die Bombe liegt da immer noch ganz, ganz bitter neben dem Zug. Ja, und Gob hat es nicht auf dem Schirm gehabt. Die Bombe ist wieder da und Dennis. Und es ist das 15 zu 0 zur Halbzeit. Was ist da gerade passiert? SK Gaming macht Mausbots auf Train komplett kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Und ich hätte ja wirklich einiges vermutet, aber kein 15-0. Also vielleicht okay, dass SK Gaming hier gut gegenhalten kann, vielleicht auch, dass sie gewinnen, aber doch bitte kein 15-0. Eieieiei, da ist auch ganz, ganz viel schief gelaufen jetzt. Naja, und SK Gaming hat es dann einfach gnadenlos ausgenutzt. Also 15 zu 0 zur Halbzeit für SK Gaming. Und wenn man die Pistol verliert, dann ist dieses Spiel vorbei. Dann hat man ein 16-0. Und Mausbots würde hier die absolute Klatsche kassieren gegen SK. Also, schauen wir mal, ob Mausbots da vielleicht wenigstens noch die Pistole holen kann. Einfach nur wegen Ergebniskosmetik. Nix am Kistengang. Passiert ein sauberes Brett. Oioioi. Oioioi. Goppi, nochmal einen Kill. Gopp wird einfach komplett überfahren. Und da kommt, kommt. Oh, da kommt der Nice. SK Gaming gewinnt 16 zu 0 gegen Maus auf die E-Train. Wow. Das tut natürlich.